Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo alle da draußen. Ich möchte heute mit diesem kleinen Clip nochmal auf unseren Lieferservice aufmerksam machen, den wir ja noch immer anbieten, also den wir auch weiterhin immer wieder mit anbieten werden. Gerade um die Eltern zu entlasten, die wirklich ein ziemlich eng gestricktes Zeitfenster immer pro Tag nur zur Verfügung haben. Und jetzt vielleicht unter dieser Prämisse, jetzt muss ich noch einen tagesaktuellen Corona-Test mitbringen und vorweisen. Dadurch, dass wir uns zweimal die Woche selber testen, sind wir also immer, ich sag mal, up to date. Was wir natürlich auch beweisen oder belegen können. Und glauben Sie mir, unsere Frau Reuter, die sozusagen die Lieferdienste hier übernimmt, die wird bestimmt nicht mit Corona-Symptomen bei Ihnen zu Hause auftreten. So, damit auch jetzt die meisten davon nochmal Bescheid wissen oder einfach es nochmal hören, wie der Ablauf so ist, Sie schicken uns eine Mail. Und darin tun Sie praktisch Ihre Wünsche, Ihre Bedürfnisse kund, was Sie sich von uns oder was Sie von uns vorgestellt bekommen. Im günstigsten Fall haben wir in der Kundendatei schon einige Angaben zum Kunden über die Füße des Kindes, über die Modelle, über die Vorlieben und so weiter. Sind Sie Neukunde, kommen natürlich ein bisschen Hausaufgaben auf Sie zu. Das heißt, wir brauchen auch wirklich aktuelle Fußgrößen der oder des Kindes. Wenn Sie schon etwas länger bei uns nicht einkaufen waren, fordern wir das automatisch sowieso nochmal mit ein. Liegt der letzte Einkauf weniger als 2-3 Monate zurück, können wir das auch immer sehr gut abschätzen und würden aber trotzdem immer mit 2 verschiedenen Größen bei Ihnen sozusagen aufkreuzen. Nun ist es natürlich so bei dem Lieferservice, die Frau Reuter hat ein tolles Auto. Aber die kann natürlich nicht die gesamte Kinderschuhabteilung oder die Erstlingsabteilung bei Ihnen im Wohnzimmer aufbauen. Geht schon mal größentechnisch nicht und natürlich auch vom Zeitaufwand her. Und deswegen bitten wir auch, wie ich es schon eingehend erwähnt hatte, um eine kleine detaillierte Anschreiben oder Formulierung, was Sie gerne haben möchten. Ob Sie jetzt einen Übergangsschuh haben möchten, soll der geschlossen sein, soll der halboffen sein, soll es ein Ballerina sein, ein Spangenschuh mit einem Riemchen, soll es schon in Richtung Sandale gehen, eine halboffene Sandale. Und das sollte man dann nach Möglichkeit alles schon mit reinschreiben, damit wir das dann alles mit dazu packen können. Wir haben es jetzt mal hier gezeigt, die Frau Reuter hat nämlich am Montag früh hat sie einen Termin hier. Und dann hat sie jetzt also praktisch für die Kundin, was haben Sie jetzt zusammengepackt? Also wir haben einen Übergangsschuh rausgesucht und eine halboffene Sandale. Entsprechend der Farbwünsche auch, habe ich einfach eine Vorauswahl getroffen und es ist einiges zusammengekommen. Die Kundin wird sich hoffentlich freuen. Und genau, alles in 2 Größen, sodass wir dann auch vor Ort nochmal schauen können. So, wir haben jetzt für einen Beispielkunden mal eine Tüte zusammengepackt. So würde ich dann bei Ihnen auftauchen mit der ganzen Ware und genau, dann gehen wir bei Ihnen ins Wohnzimmer, meistens, weil da gewöhnlicherweise am meisten Platz ist. Und ich kann jetzt mal zeigen, was wir hier alles drin haben. So würde ich das dann auch bei Ihnen zu Hause machen. Dann ermitteln wir zusammen mit Ihrem Kind nochmal die richtige Größe und probieren die verschiedenen Schuhe an und dann haben Sie die Qual der Wahl. Alles, was nicht passt, nehme ich natürlich auch wieder mit nach Hause oder zurück in den Laden, damit Sie keinen Aufwand haben. Also Sie müssen nicht zur Post, wie wenn Sie sich jetzt was bestellen würden. Und im Normalfall brauchen wir eine halbe bis dreiviertel Stunde und Sie haben die neuen Schuhe. Was auch möglich wäre, wenn Sie im Homeoffice sind, vielleicht doch zwischendurch nochmal an den PC müssten, ist überhaupt kein Problem. Die Kinder vertragen sich immer gut mit mir und bleiben auch mal einen kleinen Moment mit mir alleine. Genau. Und in unserer Filiale in Stötteritz ist natürlich auch der Lieferservice möglich. Je nach Entfernung komme dann entweder ich oder auch eine andere Kollegin. Also mit zwei Modellanforderungen, die jetzt oder ja, die Kundin jetzt gerne haben wollte, Vorschlägen, kommen wir also mindestens immer mit 2 großen Tüten zu Ihnen. Pro Tüte sind jetzt hier aufgrund der kleinen Größe, die wir jetzt hier haben, immer 9 Paar Schuhe mit dabei. Und damit bedeutet das also, Sie haben wirklich eine tolle Auswahl.
an Schuhen, die Sie jetzt im Wohnzimmer, im Flur, im wo auch immer aufgestellt bekommen, wo Sie das gerne durchgeführt haben möchten. Und wir bringen natürlich als Ergänzung, weil wir finden, es passt einfach dazu. Manchmal schaut auch der Kunde nicht danach oder denkt in dem Moment danach. Wir bringen dann auch praktisch immer noch so passende Accessoires mit. Wie gesagt, auch hier haben wir es jetzt mal ein bisschen abgestimmt auf die farblichen Vorschläge oder Wünsche der Kundin, dass also vieles in diesen gedeckten Camel und Blautönen gehalten ist. Wie gesagt, Mützen, Caps, ganz toll auch für kleine Jungs. Finde ich ja immer besonders reizend, unsere Schiebermützen. Ne? Also da haben wir wirklich eine schöne, tolle Auswahl und Maximo macht auch wirklich tolle Modelle. Die kann man einfach zeigen und dann kann sich die Kundin einfach entscheiden. Ne? So, ich denke mal, wir haben das nochmal gezeigt, damit sich jeder auch mal drunter was vorstellen kann. Weil, wie gesagt, Frau Reuter ist für diese Aufgabe prädestiniert, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist praktisch unsere liebe fahrende Schuhtante mit dem Schuhmobil, die dann zu Ihnen kommen würde. Die Kunden wissen, dass das auch dann natürlich, wenn außerhalb Anfragen da sind, dass dann eine gewisse Lieferpauschale erhoben wird. Aber das kann man bei uns alles auf der Homepage nachlesen. Und wie gesagt, wir sind für euch da. Wir lassen uns da auch immer wieder was einfallen. Und ich denke mal, der Lieferservice ist nur ein Baustein von den Angeboten des Schuhwidu, die man auch wirklich als Kunde gerne nutzen sollte und könnte, dürfte, wie auch immer. Also dann bis zum nächsten Mal. Wir verbleiben so und wir hören voneinander, denke ich doch mal. Ne? Bis dahin. Bis bald.